Liebe finden. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Dating-Apps, Matches, die perfekte Person, eigentlich immer nur einen Swipe entfernt. Aber niemand möchte sich mehr festlegen. Beziehungen scheitern an den kleinsten Unstimmigkeiten. Aber es gibt einen Punkt, bei dem sind sich die meisten einig. Man muss über dieselben Dinge lachen können. 90% aller Menschen finden Humor in einer Beziehung wichtig. Humor ist das eine, aber was für ein Humor? Das ist ja viel wichtiger. Der Humor sollte im Idealfall ja zusammenpassen. Es gibt ja so viele Humor-Genres. Deswegen war meine Idee, dass ich Menschen helfe, beim ersten Date herauszufinden, ob sie denselben Humor haben. Sowas passiert im echten Leben nicht, aber wenn wir uns dieser Sache annehmen, vielleicht ja schon. Erstmal brauchten wir eine gute Location für ein Date. Also haben wir ein Café gemietet und dort überall Kameras versteckt. In jeder Blume und hinter jedem Zuckerstreuer stand eine Kamera. Dort sollen verschiedene Aktionen stattfinden, die für bestimmte Humorgenres stehen. Wir haben dann nach Singles gesucht, die gerade jemanden kennenlernen wollen. So haben wir Izzy gefunden. Sie ist jetzt seit 3 bis 4 Jahren Single. Izzy sollte sich dann ein Date organisieren. Und sie möchte gerne Marian kennenlernen. Den hat sie sich da irgendwo aus dem Internet geangelt und hat gedacht, der ist cool. Izzy sollte Marian dann in unser Café bestellen, ohne ihm etwas von unserem Vorhaben zu erzählen. Hallo. Hallo. Na? Na? Tag. Schönen Tag. Guten Tag. Schönen Tag. Na, wie geht's? Ja, ganz gut soweit. Noch. Ja. Ja, was heißt denn noch? Also, weil es gibt ja jetzt keinen Grund dafür zu denken, dass das irgendwie schlecht wird oder so. Nee, es wird bestimmt super. Ja. So, du bist jetzt also bereit, jemanden kennenzulernen. Das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung. Genau. Hast du denn schon oft mal jemanden kennengelernt und dann zu spät rausgefunden, dass der doch eine Pfeife ist? Ja, ja, geht so. Also ich glaube, man ist schon auch schnell immer so, dann, wenn man beim ersten Treffen schon merkt, so, ha, passt irgendwie nicht, dass man es dann auch gleich sein lässt. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit verschwendet, würde ich sagen. Ja. Bist du denn jemand, der sagt, du legst sehr viel Wert auf Humor? Ja, ja, tatsächlich. Ich weiß, dass ihr das auch hören wollt, aber mir ist schon sehr wichtig, dass man irgendwie auch zusammen lachen kann. Wir haben jetzt alle verschiedenen Arten an Humor vorbereitet. Ich sag mal, es ist von allem was dabei und einiges, was dich überraschen wird. Schaffe ich. Und vergiss nicht, dass ich dich die ganze Zeit filme. Super, tschüss. Bis gleich. Izzy hat sich dann schon mal ins Café gesetzt und auf Marian gewartet. Und ich habe mich in meinem Van versteckt. Das ist der. Kann der das sein, da? Ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist. So. So, geht los, er kommt rein. Ihr habt noch? Ja, alles super. Ja. Alles super? Alles klar. Top. Hi. Hallo. Ist ja voll groß hier. Ja, voll. Ich war hier auch noch nicht. Ich bin hier immer nur mal vorbeigefahren und dachte so irgendwie. Hatte ich das auch schon voll lange auf meiner Karte. Ich habe immer so 1000 Punkte, die ich speichere. Ja. Gespeichert und dachte so, ja, warum nicht? Sweet, sweet. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass beide wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt waren. Aber irgendwie ging das gut los, hatte ich den Eindruck. Voll. Und dann, ja, ich wollte eigentlich zum Bus kommen und dann kam er die ganze Zeit nicht. Und ich war massiv zu spät gekommen und hatte zum Glück auch noch so einen Next-Bike. Ja. Der ist so irgendwie ist der sympathisch. Gestern war es, glaube ich, so temperaturmäßig eigentlich gleich. Aber heute ist es so angenehm. Weil kein Wind fällt. Ja, und auch irgendwie die Sonne so ein bisschen rausgekommen ist, auch teilweise schon. Sie war das Wetter wie Oma und Opa, ey. Aber das macht man halt aus der Unsicherheit heraus. Auch da auf dem Weg auf dem Fahrrad, so die Sonne hat richtig geschienen. Es war so schön. Hey, das ist so, ja. Das Schlimmste ist jetzt einfach so geschafft. Und voll. Weißt du eigentlich, man bestellt schon vorne? Nee, ich glaube, der kam schon mal und hier meint halt, ach so. Ich warte noch. Wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Humorart. Das ist was relativ Kleines, aber da scheiden sich schon die Geister. Es sind lustige Wortspiele. Man nimmt ein Wort, verändert das ein bisschen und dann ist es ein anderes Wort. Zum Beispiel zum Bleistift. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glühstrumpf. Stück mal rück, wenn einer so zur Seite gehen soll. Versteht ihr? Und unser Kellner Pascal, der wird dann ein paar Wortspiele einfließen lassen. Und wir können mal gucken, wie die beiden darauf reagieren. Wie warst du beim Sport? Beim Tanzen. Ich, ja, gehe so Contemporary. So, Pascal, Wortspiele ab, du kannst zu ihm gehen. Und dann kam irgendwann mal, ne, so, eigentlich kann man das ja gar nicht Hip-Hop nennen. Und jetzt sind so ganz viele Richtungen dabei. Alles gut bei euch? Alles Gucci? Ja, schön. Okay. Geht's euch gut? Ja. Schön, euch zu sehen. An und für sich alles Wonderbra. Ich hab hier Schlepptops dabei, zufälligerweise. Schlepptops? Ja. Laptops? Nee, ich frage nur, weil ich bin neu und als ich angefangen habe, dachte ich mir, wo gibt's denn Sofas? Die Leute mit den Schlepptops, aber ihr habt keine, alles gut. Dann erstmal die Karte für euch. Danke. Einmal für dich und ihr sagt mir dann einfach, was ihr wollt.
Und dann komme ich wieder, ja? Perfekt. Ja, Alaska, also, danke. Danke. Schlepptop? Alaska. Alaska. Alaska kannte ich schon. Den hatte mein 60-jähriger Arbeitskollege gedroppt auf der Arbeit. Ja, es ist so, eine Classic Dad Joke. Ja. Ja, cute. Sehr süß. Ich weiß nicht, ich hatte vielleicht sogar Bock auf Kuchen oder so, wenn ihr sowas haben. Yes, Kuchen und Süßes. Pascal, wenn du jetzt das nächste Mal hingehst, da kannst du auf jeden Fall noch mal einen drauflegen. Ja? Also müssen wir noch mal genauer ran mit der Reaktion von denen. Also das Einzige, wo man sagt, okay, das kann dir ChatGPT nicht geben. Hey. So, ganz kurz, last but not least, was kann ich euch bringen? Habt ihr was gefunden? Ja, yes. 2 Cappuccinos mit Hafermilch, 1 Karottenkuchen und wir sind echt Croissant mit Schoko oder ohne? Ich wäre auch mit Schoko. Also. Okay, mit Schoko. Sehr gut, das spielt Geld wohl keine Rolex bei euch heute. Nochmal wegen den Schlepptops. Ich wollte es einfach nur sagen, weil hier kommen Leute rein, die trinken einen Kaffee. Ja. Die bleiben dann hier so 4 Stunden. Ja. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein, Schwein. Ja. Aber hey, alles gut bei euch? Ich komme dann gleich, ne? Danke. Das ist gerade kurz jetzt einfach zu fragen, ob das so eine Challenge von ihm ist. So maybe. Möglichst viele. Von diesen Wörtern unterbringen. Ja. Ich bin übrigens auch immer eine mit den Schlepptops, die sich so in einen Café setzt und 4 Stunden arbeitet und so ein Cappuccino bestellt. Und dann so, ja, noch Leitungswasser? Ja, genau, mein Gott, das ist dann die Krönung. Wie fanden die das? Die haben so ein bisschen gelacht. Also fanden die das jetzt ein bisschen gut oder fanden die das einfach ein bisschen kacke? Ist eigentlich egal, habe ich mir dann gedacht, weil sie waren sich einig. Ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen. Ich bin lieb halt Stadt. Ja. Und ich komme nicht aus Berlin, aber so Hannover war ja auch, das ist mittelgroß. Ja. Ja, dann haben wir die erstmal wieder ein bisschen weiter quatschen lassen. Stadt. Ja. So. Jetzt nicht verglichen zu Berlin, aber schon eher so. Und dann waren wir auch schon bei der nächsten Aktion. Ich glaube, es gibt nur im Deutschen überhaupt ein Wort dafür. Und das ist das Wort Schadenfreude. Das ist die Freude, die man empfindet, wenn ein anderer zu Schaden kommt. Wichtig finde ich eben auch, welche Person kommt zu Schaden, wenn ein unsympathischer Mensch hinfällt, der vorher am Telefon über Investments redet, dann finde ich es gut, wenn der hinfällt. Schadenfreude ab, bitte. Ja, also, ich glaube, wenn du da wirklich in so einer Idylle so hockst, aber... Ich finde halt so da Urlaub machen oder meine Woche voll schön. Wir haben jemanden reingeschickt, der erzählt am Telefon sehr unsympathisch, dass er ein Waisenhaus abreißen will, damit er da einen Golfplatz hinbauen kann. Es ist mir egal, es ist mir sowas von egal. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie hören mir jetzt mal zu. Es geht mir sowas von am Arsch vorbei, ob Sie da Ihr Waisenhaus seit 30 Jahren haben. Ich baue da meinen Golfplatz hin und fertig. Danke. Alles gut? Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung? Ja, ich glaube, ich gehe lieber wieder. Geht's ihm gut? Ja, alles gut. Ach du Scheiße. Das war gefühlt irgendwie Instant Karma. Es war wirklich. Das war wirklich so. Also die haben sich jetzt nicht so weggeschmissen, vielleicht ist das auch in der Situation nicht so einfach. Aber die haben sich dann schon auch ein bisschen das Lachen verkniffen, also haben auch wieder ähnlich reagiert. Das war gerade so surreal. Wirklich. Vorher dachte ich auch so, hä, was ist hier? Das ist fast schon gefühlt wie eh so in so einem, weißt du, in so einem, also der Dude ist ja schon hier einfach, der so die Bestellung macht, schon mega random. So. Am Ende kommt so jemand so raus und so, verstehe nicht Spaß. Marian hat so ein bisschen Verdacht geschöpft, aber unser Experiment war ja noch gar nicht beendet. Dorf wohnen. Izzy hat aber auch geholfen, das wieder so abzufangen. Idyllisch schön, ja, aber daneben, also auch alleine schon so in Berlin irgendwo am Rand zu wohnen, würde ich halt auch schon nicht wollen. Die nächste Humorart ist die in Deutschland am erfolgreichsten ist. Und das kann man natürlich messen in Comedypreisen oder Ticketverkäufen. Das sind Stand-up-Shows mit sehr zugänglichen Themen. Kommt der italienische Kellner. Buonasera, signore, prego. Nee, ich bin der Harald. Mann, Frau, Arbeit, Auto. Viel in der Kategorie kennste. Und kennst du das? Ich glaube, dafür kann eine Frau nichts. Die wird einfach. Es gibt Tage, da werden Frauen morgens wach und sagen: Ja. Heute vernichte ich ihn. Damit kann man in Deutschland das Olympiastadion ausverkaufen, kann man aber auch beide zum Lachen bringen. Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall müssen wir aus unserer Wohnung. Leider. Du bist raus? Mhm. No. Zum 31.07. Ich liebe die Wohnung, ich liebe die WG. Es ist sehr traurig.
Wir können ja jetzt aber nicht so Stand-up-Comedy in so einem Café machen, ganz klassisch, weil das fällt ja auf, sondern wir mussten das irgendwie einfügen in eine Café-Situation. Also am Nachbartisch saß Matthias. Kommt da jemand? Dann kam sein Kumpel Daniel dazu. Das ist er da, in dem weißen Hemd. Ja, ja. Hey, da ist er. Der Mann der Stunde, ey. Grüß dich, du, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich aber ganz schön lang warten lassen. Und ich habe ein Original-Comedy-Programm genommen und es einfach so aussehen lassen, als wäre es ein Gespräch zwischen zwei Männern, die da sitzen im Café. Gut. Oh. Alles gut? Hör auf, ey. Frauen? Ah, ey. Da fängt es wieder an, ey. Und da hört es auch gleich wieder auf, ey. Meine Frau hat mich heute da zum Einkaufen geschickt, Einkaufszettel mitgegeben. Hier, so ein Ding, ne? Und ich komme zurück. Und das Ding ist ja, Frauen sehen schon anhand der Silhouette der Tüte, wenn du was vergessen hast. Das sehen die. Die sehen das. Die sehen, du hast was vergessen. Echt ganz sweet, so ein ganz sweeter Kiez. So. Aber in Pusauerberg oder in Frankfurt. So, jetzt langsam können sie es nicht mehr ignorieren, weil es so laut ist. Pass auf, steht sie da. Ist das die Tüte? Ich sage ja. Wo ist denn die Milch? Oh, ey. Pass auf. Nee, warte, jetzt, aber ich. Warte. Warte, jetzt warte mal. Ich sage, Milch mal alle. Aber pass auf, pass auf. Also, das ist so laut und nervig. Und dann kam wirklich so Monate, bevor ich raus musste, kam so ein Homie. Sorry, ich höre gerade halb bei dem Gespräch zu, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Das stört mich auch echt schwer. Aber pass auf, Frauen sind ja nicht doof. Die kommt näher, die baut Druck auf. Ja, gelacht haben die gar nicht. Die fanden das gar nicht witzig, so was da zwischen Mann und Frau ist. Sie sagt, du willst mir allen Ernstes erzählen, dass im ganzen Laden nicht ein Liter Milch war. Ich sage, ja, nicht mal laktosefrei. Hab ich zu ihr gesagt dann, ne? Super. Mag aber auch daran liegen, dass sie praktisch diese Lebensphase noch nicht erreicht haben. Dass man sich übereinander aufregt. Frauen, ey. Frauen, ich sag's dir. Schwierig. Was hast du gesagt? Straße. Nee, war mit. Ah, Friedrichshain, Wohnung. Sie haben beide nicht gelacht, aber das ist ja auch super. Denn das bedeutet, sie finden auch die gleichen Sachen nicht lustig. Und wie wohnst du? Mit deinem Kumpel zu zweit? Zu viert, ja. Ach, zu viert? Schon auch noch mal was anderes als zu zweit. Davor waren wir wirklich wie so ein altes Ehepaar, das einfach so zu zweit so gechillt. Deswegen starten wir die nächste Aktion. Die nächste Humorspielart ist auch nichts für schwache Nerven, sag ich mal. Hat ein bisschen Konjunktur, weil es jetzt endlich ein Wort dafür gibt. Das Wort ist cringe. Und genau das kommt jetzt. Die Grundsituation, die wir hergestellt haben, war erstmal ganz normal, auch nicht cringe. Das war ein Paar am Nebentisch. Und den Mann, den haben wir dann auf die Toilette geschickt. Ab geht's. Ich bin gleich wieder da. Ist auch Klo? Ja. Okay, er geht aufs Klo. Ist klar. Wir haben jetzt einfach so 3 Wochen frei. Aber dann haben wir nur noch 2 Module. Das ist auch Bachelorarbeiten, ganz fertig. Ein paar Minuten später kam der dann wieder. Jetzt geht's los. Aber in der Zwischenzeit ist ihm ein kleines Malheur passiert. Entschuldigung? Achso. Und was wäre jetzt das Unangenehmste, das in so einer Situation passieren könnte? Sorry, könnte ich ganz kurz... Richtig, ein Heiratsantrag. Wir beide haben uns vor 2 Jahren hier in diesem Café kennengelernt. Und du weißt, das war eine sehr intensive Zeit, die wir hatten. Und mir ist in letzter Zeit bewusst geworden, dass ich mein Leben nur mit dir verbringen möchte. Du bist mein Schatz, meine beste Freundin. Du bist alles, was ich haben will in meinem Leben. Das ist alles schlimm. Darum möchte ich dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Ja, natürlich. Hey. Das ist doch hier irgendwie so ein Sonnenverarsch jetzt hier so langsam. Dankeschön, dankeschön. Das ist doch ein Scam.
Jetzt ist doch langsam hier echt ein Scam. Ich glaube, wir müssen mal reingehen. Geht uns von Bord gerade. Das ist ein Date und es bleibt ein Date und alles ist echt. Ja. So, das Einzige, was wir nur probiert haben, ist, wir wollten rausfinden, ob ihr den gemeinsamen Humor habt. Schon bei dem Stuhl, wo der gebrochen ist, ich war schon so. Ja, okay. Gemeinsam zu lachen ist für jede Beziehung wichtig. Deshalb haben wir die Humortauglichkeit von Easy und Marian heute auf Herz und Nieren getestet. Und es hat super Bock gemacht. Es ist sonst alles echt. Es ist nicht schlimm, es ist nichts Wildes. Ja. Ich finde, die sehen schon aus wie ein gutes Paar. Und ich meine, die Stimmung so gedeutet zu haben, als dass sie auch einen ähnlichen, vielleicht sogar denselben Humor haben. Werdet ihr euch wiedersehen? Das kommt jetzt erst auf an, was danach passiert. Okay. Sie haben nicht über alle unsere Aktionen lachen können. Nicht mal alle. Aber wenn sie etwas witzig fanden, dann immer gemeinsam. Schlepptop? Alaska? Es könnte jetzt der Anfang einer wundervollen Beziehung sein. Meinen Segen haben sie, aber am Ende müssen sie das ja auch jetzt irgendwie selber machen. Ich bin ja nicht für alles verantwortlich.